Cello, meine Damen und Herren, wir, die Bubbler, richten endlich ein Tournament aus. Ein Tour-and-Tour-Tournament, also Wingman-Tournament. Jeder kann mitmachen. Man kann bis zum 9.11. die Anmeldung durchführen. Wie das alles geht und so weiter und so fort, zeige ich euch gleich. Ihr kommt auf unseren Discord-Server, der ist in der Videobeschreibung verlinkt. Lest euch hier schön alles durch und könnt dann wiederum ganz hier oben die Anmeldung durchführen. Dann geht ein Google-Dokument auf, ihr gebt ein paar Dinge an, nichts Wildes, nichts Privates und so weiter. Also einfach nur, was für einen Rang ihr habt, dass wir euch ungefähr einsortieren können. Lest euch aber bitte wirklich erstmal alles durch, damit ihr rafft, was überhaupt passiert, welche Regeln wir haben, auch zwecks Kommunikation und so weiter und so fort. Guckt bitte erstmal alles durch, bevor ihr euch anmeldet. Das ist ja nicht viel, das ist nur dieses Stück hier. Dann wisst ihr nämlich auch, wann ihr die Check-in-Phase durchführen müsst und so weiter und so fort. So, ihr habt euch, wie gesagt, über dieses Google-Dokument angemeldet und werdet dann von uns nach dem 9.11. angeschrieben. Ihr werdet also dann irgendwann von uns angeschrieben und erfahrt, welche Teams, das wird auch alles über Discord gehen, welche Teams gebildet wurden. Zum Beispiel ist Sven mit Hans in einem Team. Dann unterhalten sich Sven und Hans, wer von ihnen der Teamleader ist. Und dieser Teamleader erstellt dann auf Faceit ein Team. Ihr geht also auf Faceit, meldet euch da an und drückt hier oben auf Play. Dann erscheint halt dieses Fensterchen. Und dann seht ihr hier unten links neben meinem Kopf, seht ihr schon Teams. Dann geht ihr hier einfach auf Plus. Das macht der Teamleader und dann erstellt ihr euer Team. Team Hans und Sven. Hans und S halt, ne? Mehr kann man nicht reinschreiben. Und wenn ihr dann euer Team erstellt habt, dann müsst ihr mit diesem Team dem Tournament beitreten. Ich weiß gerade nicht genau, ob ich das schon machen kann. Ich guck mal kurz. Also, wenn man aufs Tournament dann draufklickt, es wird dann einen Link irgendwo geben, wie man zum Tournament kommt, wahrscheinlich auch einfach auf dem Discord. Dann kann man hier rechts das Check-in und so weiter machen. Also hier rechts wird immer die Musik spielen, 64 Teams. Das war unser Test-Tournament oder ist unser Test-Tournament. Auf jeden Fall wird dann am Ende hier die Check-In-Phase stattfinden und auch die Join-Phase und was weiß ich alles. Also man muss sich dann hier mit dem Team anmelden. Also wenn Sven der Teamleader ist und das Team erstellt hat, klickt er dann hier später auf Join with a Team. Dann kommt ein Fenster, wo du dein Team auswählen musst und dann die beiden Leute aus dem Team auswählen musst, die mitspielen. Es ist komplett einfach, es erklärt sich von alleine. Und sobald man das gemacht hat, ist man beigetreten und dann war es das. Und sobald ihr dann gewonnen habt und euren Gutschein erhalten habt, geht ihr einfach auf Skinbaron, natürlich über meinen Link, das ist klar, Dankeschön, und sucht euch irgendwas aus. Da man hier links diese wunderbaren Einstellungen hat, kann man jetzt einfach, wenn man zum Beispiel den 20-Euro-Gutschein hat, einstellen, ich möchte Skins im Wert von 5 bis 20 Euro zum Beispiel oder halt oder sogar eben 19 bis 20 Euro, um genau dort drin zu sein, in diesem Modus. Und dann kann man sich eben anschauen, was es da so alles gibt. Hier die Kugelhagel, ich stelle mal eben auf Englisch. Ist ja ekelhaft. Die Bullet Train, die Emperor und so weiter und so fort. Also da kann man sich dann irgendwas aussuchen. Wenn ihr dann spezifischer werden wollt, könnt ihr hier natürlich auch noch die Regler verstellen und sagen, ich will nur Sachen, die in FN und Minimalware vorliegen. Und hier ein bisschen NFT oder mal so. Und dann habt ihr da auch nochmal, also man kann ja alles mögliche einstellen. Ihr kennt Skinbaron wahrscheinlich schon. Falls nicht, ist es natürlich sehr nice, wenn ihr euch über meinen Link anmeldet. Dankeschön. Oder meinen Code Bubbler benutzt. Yay. Dann weiß Skinbaron, hey, der kommt vom Bubbler. Und dann werde ich ein bisschen am Umsatz beteiligt. Natürlich bekommt ihr da keine Extrakosten drauf gerechnet. Für euch bleibt alles gleich. Diese Gutscheine kann ich frei Schnauze erstellen. Und das gibt es auch immer mal wieder in den Livestreams an sich, einfach Gutscheine so rausgeballert. Letzten Freitag gab es auch einen. Also wer in den Livestreams mit am Start sein möchte, kann das gerne jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 20 Uhr machen. Da daddeln wir immer rein. Es gibt immer Giveaways, also auch normale Skins, aber eben ab und an auch mal einen Gutschein. Und wenn euch die Gutscheine sehr gut gefallen, auch gerne mal öfter Gutscheine. Und dann ist das eine chillige Sache. Ich weiß gerade nicht, warum ich hier nochmal drauf geklickt habe. Bin halt ein bisschen verwirrt. Das Gameplay im Hintergrund habe ich eigentlich für immer aufgenommen, weil ich ganz vergessen hatte, dass ich euch hier alles zeige und das Gameplay sowieso nicht durchläuft. Ich mache für diese Videos im Moment einfach die Aufgaben, die es eben gibt. Heute habe ich im Deathmatch diese Aufgabe gemacht, x Kills von diversen Positionen zu machen. Hat schön geklappt, kann ich mich eher weniger beschweren. Ich gehe jetzt dann Richtung Livestream, den gibt es nämlich jetzt auch wieder ab 18 Uhr. Wer Fragen hat, kommt einfach in den Livestream und liest sie aber bitte davor alles auf Discord durch. Also nicht irgendeine Frage stellen bezüglich einer Sache, die auf Discord eh schon steht, in den Regeln, okay? Dankeschön. Gut, dann vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank für die Likes, vielen Dank für die Kommentare. Wir sehen uns dann jetzt im Livestream ab 18 Uhr. Lelelelelele-Ada. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gehe ich mit deiner dicken fetten Mutter auf die Instagram-Messe.